Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einem meiner Videos. Ich spiele natürlich DBD. Und ich habe gerade das erste Mal in der Lobby einen Chris Redfield gesehen. In-game. In einem meiner Lobbys. Oh, schon wieder ein Geist. Ich habe gerade eben die Runde in der Midwich School mit der nackten Lori aufgenommen. Das Video habt ihr auch kürzlich hochgeladen bekommen von mir. Jetzt schon wieder ein Geist. Hör ihn. Geh jetzt. Oh, haben wir... Hat er trifft seine Wahl? Warum hat da gerade jemand so geschrien? Das war seltsam. Aber okay. Er geht wieder auf Ace. Nee. Er zieht Chris aus dem Schrank. 3 auf K. Chris wenigstens oder ist er wirklich AFK? Oh, der blockt das Fenster. Der ist halt gar nicht mal so schlecht. Verdammt. Das ist ein guter Move, das muss ich mir mal merken als Geist. Du bist ja als Geist so schnell. Einfach in den Weg stellen. Ich bin halt wieder gerade so ein Mate, ich mache halt nichts. Er ist bei Chris, kann es sein, zumindest rennt er gerade oben los. Ich mache hier mal ein bisschen Generator, da mal einen Totem weg, da ein bisschen Generator, aber so richtig. Ja. Oh, er trifft deine Wahl. Ich glaube, Ace kann das halt nicht wissen. Da ist die Krone. Die könnte ich mir eigentlich holen. Ich glaube, die holt sich Ace. Oh. Das war ja jetzt wieder mega. Oh, Ace. Es kommt davon, wenn man zu gierig ist. No. Ich hätte mich erst fertig heilen sollen. Ah!
Ich bin halt selbst schuld. Trotzdem! Mann! Warum lassen die sich alle aus Schränken ziehen? Upsie. Er hat übrigens auch Barbecue. Warum heile ich mich mit aufgezehrter Hoffnung aktiv? Es ist doch eh sinnlos. No! So, der hier wird jetzt erst... Okay, der andere hat sich sterben lassen. Er war in der Nähe. Ich habe keine Trifft deine Wahl drauf bekommen. Chris, wenn du in den Schrank springst, ist klar, dass er dich rausholt, weil er weiß, wie du bist. Oder hat er das? Ich renne am Schrank vorbei und... Ach, wo ist denn... Aber müssen die aufgezehrte Hoffnung wechseln? Das Problem ist, aufgezehrte Hoffnung hat ja, glaube ich, 2 Totems, oder? Das ist es nicht. Hast du das Totem, Chris? Schade. Es hätte ja klappen können. Oh. Einfach mal hinhocken. Schade. Ich meine, irgendwo ist auch die Luke schon, aber... Er ist auch nicht mehr weggerannt. Warum heile ich mich noch? Ich spügel. Kann mich eh niemand mehr aufheben. Wir sind leider gestorben. Aber die Runde war verflucht. Irgendwie war von... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht reingekommen in die Runde. Es war seltsam. Wir haben zwar 4 Generatoren angemacht. Guckt euch die Punkte an. Warum bin ich in so einer Lobby? Möchte nicht. Ja, guckt euch die Punkte an. Ich habe wirklich halt nichts weiter getan. Aber ja, das DBG. Wir haben zumindest mal einen Chris in der Lobby gehabt, deswegen möchte ich euch die Runde halt gern zeigen. ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bye bye.